Löwe, das ist deine Dekorierung für August, für Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan hier auf The Funky Oracle. Wir beginnen. Meine wunderbaren Löwen, herzlich willkommen und alles Gute zum Geburtstag. Ich bin Xenia, The Funky Oracle, ein Orakel für höhere Timeline. Mit höherer Timeline sehe ich, ja, ich sehe das, ich sage immer, das Leben deiner Träume und ich dir, glaube ich, kann ich es ja sagen, das Leben deiner Träume, weil du ganz genau weißt, dass das Leben anstrengend sein kann, nicht immer fair, nicht immer nice ist, aber wenn man die richtige Einstellung zum Leben hat, kann man ziemlich viel gewinnen und kann man das Leben auf eine ganz, ganz geile Art und Weise erleben. Und deswegen, ich bin das Oracle für höhere Timeline, das Leben deiner Träume, Xenia. Das ist eine Dekodierung für August. Wir werden gleich in Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan hineinblicken. Mit Seelenplan ist so ein bisschen die höhere Perspektive gemeint. Wo stehst du gerade im Leben? Was bedeutet dieser Monat für dich? Ich habe schon für Löwen im Englisch gelesen. Hier auf dem Channel kannst du dir gerne auch mit anschauen. Dort habe ich ziemlich vielversprechende Informationen und Botschaften mitgeteilt. Kannst du also für den Leo dir angucken, das Video. Bevor wir jetzt beginnen, möchte ich mit nochmal mit unserer Webseite ins Licht treten. Wir haben dort für euch, oder wir bieten dort für euch 3D harmonischen binauralen Audios. Das sind deine Audioanzüge, nenne ich sie, Audioanzug im Sinne von du machst es an. Ich empfehle es im besten Fall mit den Kopfhörern anzuhören, weil wir mit binauralen Beats arbeiten und binaurale Beats kreieren eine dritte Frequenz in deinem Gehirn. So. Und die sind quasi auf verschiedene Lebensbereiche programmiert, damit man, wenn man in diesem bestimmten Lebensbereich oder wenn man sich einfach nur müde fühlt, schlapp fühlt oder wieder mal ein bisschen diese königliche Attitude braucht, helfen diese Audios dir wieder gut im Kopf zu sein, im Herzen. Da wir beide leidenschaftliche Athleten sind, mein Freund und ich bin auch Tänzerin und Tanzlehrerin, kann man da ganz viel da rein geben sozusagen in diese Audios. Du kannst danach tanzen, du kannst danach Sport machen. Ist auch sehr, sehr empfehlenswert, sich dazu auch immer physisch mit zu bewegen, um deinen quasi physischen Körper mitzunehmen und all das, was du da fühlst in dem Moment. Generell, wenn du meditierst und manifestierst, ist es wichtig, dass du was physisch unternimmst, das weißt du. Und diese Audios mögen dir dabei einfach gut im Herzen, im Kopf zu sein. Kannst du dir anhören. Wir haben da Hörbeispiel zu jedem Audio. Die englischen Audios haben wir auch bald im Shop. Also kannst du dir auch in 2 Sprachen was bestellen, wenn du möchtest. Ich verbinde mich mit deiner Energie. Ich liebe dich, ich liebe mich. Ich liebe dich, ich liebe mich. Ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du. Ich möchte für dich eine schöne Botschaft mitteilen. Was heißt das? Alright, für das Thema Liebe haben wir 6 der Kelche. Und wow, das ist ein persönlicher Durchbruch, Löwe. Das ist ein persönlicher Durchbruch für dich im Leben. Persönlicher Durchbruch in der Beziehung auch zu einem anderen Menschen. Also hier sehen wir 2 Menschen, 2 Kinder, die tauschen sich aus, die teilen sich Informationen, die tauschen sich aus. Also auf Deutsch, ich glaube, wenn du die Zeichen richtig verstehst, wenn du diese Herausforderung annimmst, die dir das Leben gerade bietet, weil du bist gerade mit jemandem sehr, sehr eng. Oder vielleicht möchtest du mit jemandem sehr, sehr eng sein. Das ist ein guter Monat, um zu verstehen, was genau möchte ich. Wenn ich schon diese Beziehung so krass möchte, wenn mir schon das Leben jemanden geschenkt hat und es trotzdem nicht so angenehm, trotzdem kriselt es irgendwie, trotzdem ist es nicht so komfortabel, geil, was kannst du persönlich tun, wenn dir die Beziehung wichtig ist zum Beispiel, vielleicht, ja, was kannst du persönlich tun, damit es besser wird? Vielleicht kannst du diese Herausforderung, diese Challenge für dich endlich als persönlichen Durchbruch nehmen, betrachten und sagen, geil, okay, dann nehme ich halt diese Unbequemheit als Stütze und ja, gehe da meinen persönlichen Durchbruch durch. Also, wow.
Also auf Deutsch, das Leben gibt dir eine Chance. Entweder in der Beziehung seiend oder diejenigen, die sagen, ich will doch endlich in einer Beziehung sein, warum klappt das nicht? Genau. Die Zeichen stehen dafür, dass du diesen Schritt gehen kannst. Du endlich dich zeigen kannst, du endlich zu deinen Gefühlen stehen kannst, dich nicht einschränken brauchst. Vielleicht geht es in deinem Fall gar nicht mehr irgendwie noch mehr sein, noch mehr zeigen, einfach nur nein, für deine Werte einstehen, das sagen können, was du meinst, das sagen, wie du fühlst und keine Angst haben, dass der Partner vielleicht wegrennt. Ja. Oder wenn du jetzt eine Beziehung manifestierst, für deine Entscheidungen einzustehen, und einfach nur dort zu sein, wo du bist und sag, nein, ich bin ein guter Mensch. Also quasi negativen Gedanken auch keine Chance geben. Meistens entsteht immer alles erst im Kopf und dann projizieren wir das nach außen. Ja, dann, so sehe ich das, es ist nicht immer leicht. Und ich nehme auch gerade die Zeit sehr, sehr, sehr herausfordernd, insbesondere mental, emotional, um genau gerade diesen Grad zu finden, um das zu sagen, was man fühlt, aber auch nicht komplett das kippen zu lassen, also so eine gesunde Balance zu halten, wobei sich beide Menschen emotional wohlfühlen. Sechste Kelche ist schon, wir haben schon die Krise geschafft, das ist schon nach der Hälfte. Also hier geht es um deinen Aufbau, zusammen etwas aufbauen. Ich glaube, so weit persönlich warst du noch nie, deswegen ist es so schreckhaft, dass du merkst, krass. Irgendwie hast du Wünsche, hast du Bedürfnisse, du kommunizierst, wie soll ich sagen? Also es steht dir keiner im Wege, das möchte ich sagen. Ich sehe hier in seiner Freienergie, kinderfreundliche Energie. Du akzeptierst das innere Kind in dir selbst. Du akzeptierst auch vielleicht den Wunsch nach der Verbindung, vielleicht nach dem, wieder nach dem Kindsein mit jemandem zusammen. Kindsein ist für uns Erwachsene nicht so leicht. Das ist insbesondere, wenn man so psychologisch gut aufgestellt ist, sich die letzten Jahre vielleicht auch analysiert hat. Zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Ursachen, aber so, dass es wieder, dass es Spaß macht. Denn ich glaube, also lange Rede, kurzer Sinn. Alle wollen wir glücklich in der Beziehung sein. Das ist nicht immer leicht, weil wir negative Beispiele, negative Erfahrungen in Beziehungen gesammelt haben und natürlich auch die Kindheit in dementsprechend auch schwierig war. Aber am Ende wollen wir ja auch als Kinder uns in der Beziehung wohlfühlen. Sprich, du musst ja quasi jetzt eine Beziehung kreieren, musst dich in eine Beziehung so wohlfühlen, dass dein inneres Kind auch sich wohlfühlt. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Erwachsener wärst, du bist jetzt eine Frau, dein Freund ist ein Mann, dein inneres Kind, deine innere Tochter sozusagen, oder du als Kind, musst dich quasi in diese Beziehung zwischen zwei Erwachsenen auch wohlfühlen. Das ist quasi so diese mehrdimensionale Denke, die ich versuche oder wie ich es diese Welt sehe oder wie ich es quasi die Beziehung verstehe, warum uns manchmal schwer fällt, die Beziehung aufrechtzuerhalten, weil es, glaube ich, das Schwierigste überhaupt ist in dieser Realität, weil Beziehung alle Stages, alle Bereiche und Levels eines Menschen betrifft. Und je intimer, länger die Menschen zusammen sind, desto mehr tauscht man sich aus. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, seine eigenen Bedürfnisse zu beschützen, aber auch gleichzeitig den anderen zu verstehen, zu fühlen, auszutauschen, ja, seine Sichtweise anzunehmen und dabei, wie gesagt, eigene nicht zu verlieren. Und nochmal, alle Herausforderungen, sollte welche sein, und ich glaube, meistens ist es so, nehme diese Herausforderung an. Das ist für deinen persönlichen Durchbruch. Ihr beide kreiert jetzt neu. Und wenn es vielleicht schwierig ist, irgendwie gemeinsamen Nenner zu finden, dann versetze dich in die Position von einem Kind. Der andere Mensch ist auch ein Kind, der andere Mensch macht das auch zum ersten Mal. Und versuche ihm quasi so zu erklären, als wenn ihr beide in der gleichen Position wärst. Weil ich glaube, die Konflikte entstehen meistens dann, wenn wir falsche Erwartungen haben oder wenn wir erwarten, dass der andere Mensch. Naja, Erwartung ist halt meistens das, was den Momentum killt. Also auch hier sehe ich, ja, das ist herausfordernd. Ihr baut gerade zusammen etwas auf und erinnere dich immer wieder daran, ihr beide seid zum ersten Mal da. Das heißt, wenn du jetzt die Beziehung auch manifestierst, wenn dann alles gut ist, müsst ihr beide die Realität gemeinsam weben.
Und wenn ihr beide nicht wollt, dass die alten Fehler wiederholt werden, müsst ihr beide dessen bewusst sein, woran sind andere Beziehungen gescheitert, was hat euch früher nicht gefallen und diesmal mit dieser Information quasi neue Wege gehen, anders sich entscheiden. Anderen vielleicht mit einbeziehen in die Entscheidung. Vielleicht nicht so, ja, wieder wie ein Kind denken, vielleicht nicht zu sehr erwachsen sein, nicht zu sehr Erwartung haben. Und das ist halt so schwierig, ne? Wenn man, wie gesagt, ein High-Level-Leben haben möchte. Guck mal, Karriere, Aufschub. Okay. Beziehung bietet Chancen, Beziehung gibt Freiheiten, in der Beziehung fühlst du dich frei, auf der Karriere fühlst du Aufschub. Es dauert zu lange, du bist nicht schnell genug. Alright, das kann manchmal auch vielleicht der Grund sein, warum die Beziehung sich so negativ anfühlt, weil die Karriere gerade stagniert oder du Angst hast oder du vielleicht graue Haare bekommst, du fühlst dich wie graues Mäuschen. Fernab von dem Geschehen. Die anderen machen es besser, du bist langsam. Ich würde dir empfehlen, bei der Karriere von deiner Intuition zu lernen. Bedeutet, wenn du vielleicht gerade wenig machst, ganz einfach, betrachte rückwärts, was passiert gerade. Du stagnierst, Dinge passieren langsam gerade in deinem Leben. Alright, was sagt dir deine Intuition? Deine Intuition ist meistens auch das, was dir dein Körper sagt. Dein Magen sagt, vielleicht ernährst du dich nicht gut genug, ganz einfach. Vielleicht schläfst du nicht ausreichend gut und vielleicht musstest du aber auch diese langsame Zeit im Job auch mal erlebt haben. Vielleicht warst du bis jetzt zu schnell, warst du bis jetzt zu bunt. Und das ist vielleicht jetzt nicht nur die letzten 3 Monate, sondern generell vielleicht die letzten 10 Jahre. Hast du einfach nur, oder die letzten 20, 30 Jahre, hast du einfach nur mega krass gearbeitet und gemacht und getan und andere motiviert. Und vielleicht warst du früher immer mitten im Bild. Also du warst immer bis jetzt der oder diejenige, die beobachtet wurden von solchen älteren und grauen oder von solchen älteren Menschen. Ja, und jetzt bist du diese Person, die außen vor ist. Ja, was nimmst du davon mit? Was lernst du? Was siehst du? Was sagt dir deine Intuition in dem Moment? Oder generell, was sagt dir die innere Stimme? Intuition ist auch meistens das, was wir eigentlich immer sehr, sehr gut heißen am Ende. Ja, wenn der Verstand uns nicht helfen kann, sagen wir, okay, mein Bauchgefühl hat es gesagt, also Bauchgefühl hat dich hier gebracht. Lerne davon, lerne von dieser Situation. Vielleicht lernst du zum ersten Mal, dich klein zu machen, lernst du dich zum ersten Mal auch ein bisschen zu entspannen. Ich meine, das Leben ist so strukturiert, dass wir vielleicht tatsächlich auch altern müssen, um die Auf und Abs das Leben zu erleben, auch mal die anders, auf eine andere Art und Weise das Leben zu erleben, mehr zu genießen, mehr zu erleben, genießen eher, ja. In den wilden jungen Jahren sind wir eher so der Pusher, wir wollen die Welt erkunden, erobern. Du bist auch gar nicht so alt, ehrlich gesagt. Du fühlst dich vielleicht einfach nur so, oder das fühlt sich so an, weil. Aha. Ich kann mir auch vorstellen, dass du auch vielleicht ein bisschen übertreibst gerade. jemand anders würde in deiner Situation sich richtig wohlfühlen, aber es ist halt nicht gut genug, nicht. Okay. Pass auf. Deine Beziehung ist dein erholsamer Ort und dein sicherer Ort, dein Ort, wo du dich frei fühlst, wo alles möglich ist. Dein Partner gibt dir wahnsinnig viele Freiheiten. Wenn du Single bist, dann höre zu und nehme diese Erkenntnis für dich mit, damit du mit deinem zukünftigen Partner genau das erleben kannst. Das ist am Ende so, wie jede Löwe haben möchte. Geile Beziehung auf der Augenhöhe, die Welt steht euch zu Füßen und überall seht ihr Möglichkeiten. Ja? Überall sind Schmetterlinge, überall schenkt dir das Leben eine Chance. Und das ist gerade das, was du privat erlebst. Mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Nächsten. Und womöglich zum allerersten Mal, Löwe.
Oder vielleicht erkennst du gerade, dass du das haben möchtest, dass Familie der Grund und Basis. Aha, das ist es gerade. Das ist die weibliche Energie. Vielen Dank. Das ist die Energie von Receiving, von Bekommen, vom einfach nur Dasein, seine Familie genießen, sein Reich erleben, sein Leben beobachten, stark sein, ohne kämpfen zu müssen. Deswegen ist es gut, wie es gerade ist. Die Karriere ist gerade so ein bisschen lala, nicht so pralle, damit du den wichtigsten Baustein des Lebens erkennst, wiedererkennst. Das ist die Familie, das ist deine Liebe, das ist der Mensch an deiner Seite. Und jeder muss gerade verstehen, erkennen, wer bin ich und wer ist der Mensch an meiner Seite. Aber der Mensch an deiner Seite hilft dir gerade total für deinen persönlichen Durchbruch, weil auf der Karriere womöglich, vielleicht hast du alles erlebt, was man nur erleben kann. Die anderen, wie gesagt, würden deinen Karriereweg bewundern. Die würden alles dafür geben, um genau das zu haben, was du karrieremäßig erlebt hast. Deswegen bist du hier auf der Wartebank sozusagen. Jetzt verstehe ich das. Jetzt bist du auf der Wartebank, damit du mit deinem Liebsten dein Liebesleben genießen kannst. So. Oder verstehen kannst, was macht dein Leben aus? Wo kommt die eigentliche Energie her? Und das ist, yes, das ist die Familie, denn dein Geld, schau mal, 9 der Stäbe, wieder mal starke Energie, ist ganz klar. Siehst du, was passiert? Mit im Geldbereich bist du stark. Im Geldbereich sehen wir 9 der Stäbe. Das kann sogar so paradoxal sein, dass dein Geld vielleicht jetzt nicht so pralle ist, nicht so großartig aussieht. Dabei spielt der eigentliche Fakt, wie viel Geld du in der Tasche hast, keine Rolle. Im August zählt eher deine Bereitschaft. Und deswegen, guck mal, es kann sein, du bist irgendwo angestellt. Ja? Du bist vielleicht sogar arbeitslos. Du bist verrentet. Du hast ein Unternehmen und das läuft alles. Und du kannst dich trotzdem so fühlen, als wäre gerade so eine graue Phase in deinem Leben, weil der Fokus woanders gerichtet ist. Der Fokus ist 9, ist übrigens die höchste Karte hier, soweit. 9 der Stäbe, 9 ist größer als 4 und 9 ist größer als 6, wenn wir uns an den Zahlen orientieren. Bedeutet, du machst gerade Aufgaben, die so okay sind. Du vergisst natürlich deinen Charme nicht, deine Qualität nicht. Aber hier, guck mal, das Geld du hast ein großes Ziel. Du arbeitest auf lange Distanz gerade. Im englischen Reading habe ich auch erwähnt, dass du vielleicht auch von Schlangen umgeben werden kannst. Im übertragenen Sinne sozusagen. Ja? Und deine Aufgabe ist gerade, vielleicht besitzt du sogar weniger als diejenigen, die dich umgeben. Aber deine Aufgabe ist gerade, die Energien zu handeln. Du bist hier und da, dafür da, um quasi die übergeordnete Chance zu erkennen, die dir das Leben bietet. Für manche kann das heißen, geil, ich erkenne gerade, dass das Unternehmen, in dem ich arbeite, die und die und die und die Schwächen hat. Ich will in dem Unternehmen nicht arbeiten, aber ich nehme wahnsinnig viel mit für meine nächste Erfahrung. Und das Unternehmen, wo ich beim nächsten Mal arbeiten werde, wird auf jeden Fall diese Schwächen nicht haben, zum Beispiel. Oder für manch andere kann das heißen, oh wow, ich erkenne gerade, meinen Job ist nicht so pralle gerade, aber die Beziehung, die ich habe, die Familie und Freunde, die Nächsten, die mich umgeben, die geben mir so viel emotionale Freude. Die geben mir so viel zurück. Ja, sodass, wenn es beruflich zum Beispiel nicht so pralle läuft, weiß ich, dass wenn ich sie anrufe, wenn wir uns wiedersehen, wenn wir uns austauschen, sehe ich überall eine Chance. Ja, siehst du, guck mal, hier ist die Person traurig und grau und ja, schiebt alles auf. Aber sobald es mit den Liebsten wieder geht, ist man verliebt ins Leben. Also so eine leichte depressive Gedanken auf Arbeit und gleichzeitig absolute Verliebtheit und eigentlich Vollgas zu Hause. Und sehr vielversprechende monetäre Energien. Ich möchte jetzt
in den Seelenplan hineinblicken. Also es ist komisch, Löwe. Das ist, eigentlich ist alles gut, aber trotzdem das Wichtigste oder dieser eine der, also das Wichtigste deiner Karriere, wo du dich zeigen kannst, deine Stage, deine Bühne, ist so, fühlt sich so ein bisschen, bitte warten, der nächste Mitarbeiter wird mit ihnen verbunden. So fühlt sich's gerade an, ja. Du klopfst da eigentlich dein Leben lang an der goldenen Tür im Universum irgendwo an, damit du endlich gesehen wirst und deinen beruflichen Durchbruch haben kannst. Aber guck mal, persönlicher Durchbruch ist gerade im Fokus, im August, also chill. Wenn du durch diese schwierige, unangenehme Situation auf Arbeit vielleicht ein bisschen runtergedrückt wirst, hole deine Kraft wieder in deinem privaten Leben. Unternehme etwas in deiner freien Zeit. Treff dich mit deinen Freunden, ruf deine Mutter an, ruf deine Freunde an. Wenn du Partner hast, investiere in diese Zeit. Erkenne die Chance in diesem Partner endlich und gehe vielleicht da auf. Ja, hier geht es eher in diesem Monat eher so um die realen Werte im Leben. Ja. Ach du, das ist aber interessant. Ach, der Schwerte. Oh wow. Ach, der Schwerte, das ist unerwartet. Das ist so witzig. Hier bist du aktuell, aber hier willst du eigentlich sein. Eigentlich ist alles gut, aber du sehnst dich nach Schwierigkeiten im Leben. Du machst dir das Leben selber schwierig, Löwe. Siehst du gerade den Pattern? Siehst du das Programm, was hier abläuft? Eigentlich ist alles gut. Dich geben die richtigen Menschen an. Beruflich ist vielleicht jetzt nicht so pralle, aber du weißt, das Beste kommt. Du sammelst wahnsinnig viel Erfahrung. Boom. Also entweder ziehst du dich selber unterbewusst runter. Das kann davon kommen, dass du vielleicht selber unentdeckte Verhaltensmuster entdecken wirst, die dich depressiv machen, die dich schwer machen, die dich vielleicht auch aggressiv machen. Achte also arg auf die emotionalen Ausbrüche, insbesondere wenn es um die negative Richtung geht. Es ist ein sehr, sehr guter Monat, endlich zu sagen, quasi den Täter zu fassen. Und mit dem Täter meine ich diese Karte, diese Schuldgefühle. Mega krasse Schuldgefühle. Eigentlich ist alles gut, aber du versuchst dich runterzuziehen. Also entweder ahnst du etwas, was keiner noch ahnt. Und hier ist die Frage, brauchst du es wirklich? Wünschst du dieses, das, was du da ahnst, auch deine Liebsten? Wir wissen alle, dass unsere Realität in unserem Kopf entsteht. Und August mag dir so richtig krass den Spiegel vors Gesicht halten. Also sollst du noch daran arbeiten, negative Gedanken, Verhaltensmuster zu erkennen in dir, weil du auch so wie ich an dir selbst arbeitest und immer ständig reflektierst und dich einfach perfektionieren möchtest. Und hier sehe ich einen Perfektionismus im Punkto, ich will lebendig sein, ich will irgendwie mich nicht einschränken, aber ich will auch wissen, wo meine Limits oder wo kommen meine Limits unerwartet. Und mit Limits kann auch sein, wo kommt deine Aggressivität unerwartet und du zerstörst einfach das Momentum. Wo kommen deine depressive Gedanke auf Arbeit, wo du vielleicht dir selbst das Leben schwierig machst. Das ist alles in Ordnung. Also ich meine das richtig radikal mit dieser Karte, ja. Und die Joker Interpretation von dieser Karte und somit werde ich dann, glaube ich, den wichtigsten Punkt, glaube ich, erwähnen. Das Leben spielt mit dir Fangen gerade. Eigentlich ist alles gut, aber irgendwie weiß man nicht, wo die Angst herkommt. Und enjoy the exciting, das ist gerade quasi, das ist die Frische des Lebens gerade. Das Leben ist gerade für alle, glaube ich. Das Leben spielt mit dir. Oh mein Gott, oh wow. Oh, okay. Also, ich sehe das so, dass das Leben uns quasi, vielleicht in diesem Monat, vielleicht ist es gern, also sondern Energie, das Leben spiegelt gerade richtig krass uns selbst.
Das heißt, so wie du dich mit den Menschen bis jetzt verhalten hast, verhält sich das Leben gerade auch mit dir. Bedeutet, wenn du auf Arbeit jemanden hängen lassen hast oder wenn du bis jetzt immer profitiert, also dich immer so profiliert hast und immer so hier auf große Hose gemacht hast, erlebst du gerade das Gegenteil. Wenn bis jetzt deine Familie quasi, also du erlebst quasi das Gegenteil oder kommt oder genau das Gleiche, wie du mit anderen Menschen umgegangen bist. Und weißt du, wie ich meine? Und deswegen kann es dein persönlicher Durchbruch sein, indem du in den Situationen, in den Zeichen, die dir das Leben schenkt, dich selbst erkennst und das Beste draus machst. Bedeutet aber auch, dass du vielleicht erkennst, oh wow, krass, diese Verhaltensmuster auf Arbeit, die habe ich schon seit meiner Schule. Und ich dachte immer, das ist immer, machen immer nur die anderen, aber das mache ich ja auch. Zum Beispiel, oh, okay, alles klar, was mache ich damit? Zum Beispiel, dass du dich ständig negative Gerede hast, um dich besser zu fühlen oder um dich anzutreiben. Und jetzt merkst du, negative Gerede kannst du nicht mehr schieben, weil du die Menschen um dich herum hast, die du sehr wertschätzt. Negativ Gerede kann auch zum Beispiel dein finanzielles Potenzial runterziehen. Wenn du aber weißt, dass dieses Jammern eigentlich trotzdem aber sehr gute Ergebnisse bringt, musst du jetzt selber lernen, wie du mit diesem Verhaltensmuster selber umgehst. Das heißt, vielleicht schließt du dich besser für eine Stunde irgendwo im Raum und redest alles dir aus dem Leib. Und das geht aber nicht an die anderen, damit du die Beziehungen nicht kaputt machst, die Freundschaft nicht kaputt machst und andere einfach ihr Ding weitermachen und dich quasi selber so heilst. Ja. Also vielleicht sollst du wieder Sport machen, vielleicht sollst du dir ein Ritual finden, wo du dich komplett auskotzen kannst, wo du dich freuen kannst, wo du alles sein kannst, was dich ausmacht und das kann dir keiner nehmen sozusagen. Ja, weil manchmal fangen wir an, dann zu rebellieren, weil wir merken, dass wir können unsere Freiheiten nicht so ausleben, wie wir es gerne hätten. Und dann fangen wir an, um uns selbst zu schießen. Und wenn es dem Löwen passiert, na, dann fängt er an, in seiner Position alles kaputt zu machen, ja, wenn es so nicht läuft wie nach seinem Pfeife sozusagen. Also Lebenskraft und Positivität ist aber auch das, was dich ausmacht. Die anderen Menschen erwarten von dir Positivität, Führungsqualitäten und immer gute Laune. Und jetzt wirst du an deine persönlichen Grenzen deswegen gesetzt, weil du erkennst, es ist alles gut, du willst mit keinem mehr kämpfen, aber wie geilst du dich selber auf? Wie treibst du dich selber an? Da, das haben wir jetzt. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht ist es irgendeine exzessive Sportart, die dich aber nie so krass kaputt macht, dass du diese Geld, Karriere und Liebe nicht mehr erleben kannst. Das könnte zum Beispiel sein, dass du dir so ein Audio holst und anfängst, dich emotional von innen zu heilen. Ja, das ist quasi, also ich heule immer. So ein guter Tag, so eine gute Trainingsroutine, die kann manchmal bis mehrere Stunden dauern. Mittlerweile kann ich mir das leisten. Aber da gehe ich wirklich durch. Ich heule da richtig, als wäre wirklich alles ganz schlimm. Ich erlaube diesem Gefühl da zu sein, dann hole ich mich aus. Ich höre mir währenddessen dann alle 5 Audios in Folge, auf Deutsch oder auf Englisch. Und dann gehe ich diese Reise. Ich weiß, eine Stunde habe ich. Ich hole mich aus, wie ich schon gesagt habe. Ich mache ein aktives Stretching. Ich mache dann Trainingseinheit. Wenn ich noch Zeit habe, gehe ich noch laufen. Ich habe mich ausgepowert. Ich habe mich ausgeholt. Habe meine Leistung gespürt. Und dann gehe ich entweder essen, schlafen oder arbeiten, je nachdem. Könnte zum Beispiel so eine Methode sein, wie du deine Kraft nach wie vor testest, wie du deine eigenen Grenzen auch überschreiten kannst, wenn du mit Timings arbeitest, ja, wenn du mit Deadlines arbeitest, aber und nach wie vor, wie gesagt, genau, also Sport, so eine Routine könnte dir tatsächlich in diesem Monat ziemlich viel gut deinen Arsch retten, insbesondere wenn es beruflich nicht vorangeht. Du kannst da wirklich nur in kleinen Schritten oder einfach nur kleinen Schritten jeden Tag dich voranbewegen. Anders geht nicht. Alright, wunderbar. Sport könnte, wie gesagt, hier sehr, sehr gute Methode sein. Genau. Ja. Und dann kannst du auch im Sport dich selbst striezen, dich selbst
limitieren und wieder befreien sozusagen, ja, die selbst an den Haaren ziehen, die selbst limitieren und die selbst befreien. Mit geschlossenen Augen übrigens empfehle ich dir, solltest du unsere Audios haben, ich empfehle dir auf jeden Fall mit geschlossenen Augen zu arbeiten, mache ich auch immer. Wir trainieren dann mit geschlossenen Augen oder mit Bandage, kannst du machen, im dunklen Raum, weil dann dein drittes Auge anfängt zu wirken, du dich entspannst, du dich vom Licht nicht mehr ablenkst, weil Licht ist wahnsinnig gut, Sonnenlicht, du bist ein Sonnenschein, ist wahnsinnig wichtig. Dennoch ist auch Dunkelheit, komplett das Gegenteil, ebenfalls empfehlenswert, eigentlich unabdingbar für uns. 50-50. Ja. Ja, also auf thefunkyoracle.com kannst du deine persönliche Session mit mir buchen, wenn du mehr personifizierte Hinweise für dich brauchst. Wir können für dich auch eine Trainingsmethode aufstellen oder einen Trainingsplan, wenn du so möchtest. Und ansonsten mit den Audios trainieren, ist auch sehr empfehlenswert. Ich hoffe, ich konnte dich aufheitern, ich konnte dich mehr leiten und dich mehr ausrichten, wieder Licht am Ende des Tunnels geben und vielleicht auch mehr Ruhe und Zuversicht für die aktuelle Situation und für den kommenden Monat geben. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Video, bis dann.